So, liebe Gäste, herzlich willkommen zu einer der ersten Präsentationen seit dem Corona-Phänomen. Ich freue mich, einen tapferen, mutigen Künstler hier zu haben, der ausstellt und mit Maske erklärt. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was der Stefan uns zu seiner neuen Serie zu sagen hat. Also wer ein bisschen länger schon hier ist, ich glaube, du machst zum dritten Mal schon eine Präsentation und immer andere Serien. Und worum es heute geht, das erfahrt ihr jetzt. So. Bravo. Okay. Hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Von mir sind nicht so viele Leute gekommen, aber umso schöner, dass ihr da seid. Also das Ganze hat damit angefangen, dass ich diese Platten geschenkt bekommen habe. Die waren als Bauhölzer oder so benutzt worden, also das sind die Reste. Ich habe sie einfach genommen und habe mir überlegt, was mache ich daraus. Und es war schon klar, dass ich Gesichter malen will, obwohl quadratisch ist ein bisschen schwierig für Gesichter, aber ja, man zwängt halt das Gesicht da rein, ja. Und dann habe ich angefangen, am Anfang habe ich noch die Platten mit verschiedenen Sprayfarben, Acrylspray, damit es einen Hintergrund gibt. Die sind alle gesprayt, ja. Und am Anfang habe ich noch die gemacht, die sind bearbeitet mit Stiften, mit Acrylstiften oder auch Edding. Und die hier, die sind zum Schluss gekommen. Die habe ich nicht mehr bearbeitet, da wollte ich einfach die Farbverläufe da lassen, ja? dass man so sieht, wie die Farbe ineinander geht. Aber was interessant war, ich habe die Platten nach dem Sprayen auf den Boden gelegt und von der Höhe Farbe drauf getropft, ja? Verschiedene Farben. Und dann habe ich mit diesem Stock einfach ein Gesicht gemalt. Das Gesicht gemalt, also kontrollieren kann man das eher schlecht. Auch die Tropfweise ist ein bisschen zufällig, also da habe ich einfach den Zufall ein bisschen spielen lassen. Dann habe ich mit dem Stock das Gesicht gemalt und dann, wenn es trocken war, habe ich die Konturen oder auch die Farbe getrennt mit diesen Stiften. Da sieht man das bei diesen 6 Bildern. Ja, da habe ich noch bei den ohne Stifte habe ich noch die Augen von unten getroffen, weil das war ein bisschen schwierig von hier oben 2 Augen zu treffen. Und bei denen habe ich auch den benutzt. Also bei diesem mit den Stiften habe ich den langen Stock benutzt und bei denen habe ich den kleinen Stock benutzt. Ja. Aber auch so von oben getroffen. Also das ist ziemlich viel Zufall dabei. Man kann das nicht so kontrollieren, was es wird. Deswegen habe ich diese Serie meine schrecklichen Bilder getauft. Ja. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Eigentlich war es das schon. Also das ist, ja. Wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt solche Bilder machst? Einfach so nicht. Oder beziehungsweise, dass du mit dem Stock arbeitest? Ich hatte davor auf Leinwand auch schon Tropfenbilder gemalt, ja. Und die Tropfen auch verwischt mit dem Stock. Aber das war, bei den Platten war das ein bisschen anders, weil diese Kugel, die rutscht anders auf den Platten wie auf der Leinwand. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Naja, auf keiner Seite ist das schwieriger. Ja, und man drückt da rein. Tropfenbilder von hier oben habe ich öfters davor schon gemacht. Ja. Die sind ziemlich schwer auch, also vom Gewicht her. Und es ist jedes Mal dasselbe Gesicht, das du dann betropft oder verändert hast? Oder sollen das verschiedene Gesichter? Im Ursprung waren die Tropfen da. Also erstmal die Tropfen, dann das Gesicht. Okay. Das viele sich ja irgendwie auch doch ähneln. Ja, also man denkt ja eigentlich, das ist eine Serie um ein Gesicht gemacht, aber du hast eigentlich getropft und es ist Zufall, dass sich die Gesichter ähneln. Ja. Aber du hast ja gesagt, du wolltest quadratische Gesichter machen, so wie das Bild selber ist. Ja. Vorher hast du gesagt, du wolltest versuchen, auch quadratische Gesichter zu machen. Ja, ja, irgendwie in dieses Format reinzukriegen. Genau. Ja, weil ja, ein Gesicht ja mehr länglich ist. Ja, genau. Also da passt ja ein längliches Bild. Genau. Das war ein bisschen die Schwierigkeit, aber naja, manche sind überbreit, manche. Ja, genau.
Ja. Ja, ist auch schwierig, wenn du das nicht mit der Hand führst, sondern mit dem, ja, mit fast einem Meter. Aber ich denke, das wie Methodik passt zu den schweren Hölzern. Mhm. Ich habe gedacht, das passt. Ich habe deswegen also die Löcher da reingebohrt. Weißt du, ob ihr das gesehen habt? Die Schwierigkeit war aber, wie hängen sie auf? Wie mache ich das? Ja? Mhm. Da habe ich mich dafür entschieden, Löcher zu bohren, weil das so, ja, wie sagen, so ursprünglich ist, ja. Also so, mit dem Kabelbinder. Ja. Sonst hätte man hinten dran vielleicht irgendwas zum Aufhängen gemacht. Das passt zu der Archive. Ja. 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 Sonst hängen wir noch das außenrum, wäre eine Schlange oder so. Oder das ist Schmuckornamente. Ja, ja, das ist Ornament. Ornament, ja. Auch in so naiver Kunst sind ja oft auch so Tierzeichen um Köpfe rum. Also ich denke, ob du das jetzt geplant hast oder nicht, das hat ja wahnsinnig viel Anklänge in der Kunstgeschichte. Ob es jetzt Trip Paintings von Jackson Pollock oder naive Kunst oder Aborigine-Kunst oder was auch immer ist. Ne? Man erinnert sich eigentlich an ganz viel oder diese kleine Aufspaltung. Es ist jetzt farblich ganz anders, aber Klimt hat ja auch alles in kleine Flächen unterteilt oder so. Also ich denke, wer sich in der Kunstgeschichte auskennt, der wird sehr viele Ansatzpunkte ne, erkennen, wie man es lesen und sehen kann. Aber ja, das mit dem Stock, da wäre wahrscheinlich niemand draufgekommen ohne deine Erklärung. Also, muss man schon dazu wissen. Ne? Also irgendwie Pinsel habe ich schon lange nicht mehr. War gestern. Und das ist von einem weißen Stiel, glaube ich. Weißt du, was ich finde, dass du vielleicht manchmal sogar dein eigenes Selbstporträt gemacht hast. Nicht im negativen Sinn, sondern einfach die Kopfform. Also nein, kann ich stelle besser ohne Brille. Wow, auch so eine expressive Art und Weise. Nein, ne? Ja, ich schon wieder Inhalt eines. Du schaust schon morgens in den Spiegel auf und zu. Sometimes. Aber dann dachte man ja sowieso von den Künstlern, dass die ihre Sachen dann drin verarbeiten. Ja. Sich selbst. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ne? Und alles, was wir tun, ist ja subjektiv. Ja, was ich nur sagen wollte, die haben eigentlich keine Namen, also keinen Titel. Okay. Nur, da habe ich zum Beispiel Der Alte und das Meer, oder da habe ich. Das war die Mona Lisa. Okay. Ja, also verschiedene, das war wohl. Ja, ja, da. Also, welche Zeitspanne hast du dir jetzt angeschaut? Bitte? In welcher Zeitspanne hast du dir das hat schon lange gedauert, also 6 Monate hast du schon gemacht. Ich habe nicht die ganze Zeit dran gemacht, aber trotzdem. Das war, ich habe mir extra ein bisschen Zeit dazwischen gelassen, damit sie nicht so ähnlich werden. Ja, man hat ja immer eine psychische. Wenn man morgens aufsteht und du tapst gleich in der Spucknapf, dann war es das am Tag. Ich hab zum Teil auch um 6 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens eins gemalt. Genau. Und dann lassen wir es trocknen oder nochmal und nochmal. Super. Und die Kleinarbeit mit den Stiften, die habe ich dann meist abends gemacht. Alright. Aber nicht in meinem Atelier im Keller, sondern oben im Zimmer. Oder weil das war von der Haltung her. Also ich musste eher so. Zwangshaltung. Ja, genau. Auf der Staffelei ist das schwierig, die ganze Kleidung. Ja, das habe ich nicht. Hättest du ja einen Gerücht bauen können, wie der Michelangelo. Diesmal in der Waagrechten. Eine Mischtechnik, Acryl, wo du es malst und dann eben noch Stift und Eddings oder was das weiß. Edding und Acrylstifte. Na guck mal, ist der Kippe, der in der Mitte hat, das ist ein Kiefer. Wieso? Weil die haben doch eine Kippe, oder sehe ich das falsch? Weißen Punkt. Das ist also ich denke, du hast einen Zug, weil du das so siehst. Nein, ich weiß nicht. Guck mal, das ist holographisch. Also die Goldstifte und so, die guten Silberstifte von dir. Das ist ein Warze. Piercing. Du musst vorsichtig sein, falls du auf die Idee kommst, solltest du das fixieren. Ja, du kannst die nicht fixieren, die verlaufen. Du musst aufpassen, deswegen wollte ich es nicht. Das ist ja auch so, oder? 10 Jahre sehe ich die Bilder ganz anders. Ja, vielleicht verblassen noch die Stifte. Das kann sein. Natürlich. Edding muss aufpassen. Aber ich habe extra Stifte, die sind so groß. Stifte bei Bösnerbüren. Und da pumpt man dann ein paar Mal, bis die Farbe durchkommt. Und dann kann man
richtig schöne Linien damit machen. Aber ich denke, jeder Künstler hat ja seine Art, wie er damit umgeht und was er an Materialien verwendet. Und dann erklärt sich ja eigentlich schon selber, wenn du damit gut klarkommst. Ja. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir ja eine gute Runde Info und Input bekommen und verschiedenste Felder dazu angesprochen. Wer sich dann weiter in die Materie mit dem Künstler stürzen muss, der darf das dann einfach im lockeren Gespräch weiter tun. Vielleicht verteilen wir uns jetzt wieder, weil es dann doch echt warm und stickig wird unter den Masken. Aber ich denke, wir haben jetzt alle viele Ansatzpunkte auch nochmal vorgeführt bekommen. Und jeder, der Lust hat, der kann den Stefan weiter den Abend ansprechen und dann da weiter diskutieren. No, dann. Ja, Stefan!